Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dune für die PlayStation 4 Part 24. Ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich nicht viel gesehen, aber wir haben eine Runenprüfung hinter uns gelassen, die doch durchaus schwerer war als gedacht. Mit der Kampfschrotflinte, ich habe jetzt gerade die Superschrotflinte in der Hand, das ist die Kampfschrotflinte, mit der Waffe musste ich die Runenprüfung meistern, hatte nur einen einzigen Gesundheitsbalken, also hier habe ich jetzt 151, sieht man jetzt glaube ich gerade nicht, weil meine Kamera davor ist, aber seht ihr gleich. Auf jeden Fall hatte ich da einen Gesundheitspunkt noch und das einzige, wo wir uns wieder aufladen konnten, war Rüstung und die Rüstung ging nur bis 50, obwohl wir bis 200 tragen können eigentlich. Aber egal, wir haben es geschafft mit ein paar Anläufen. War auch nicht so einfach, aber wenn man... Ich glaube, wenn ich die Prüfung nochmal machen würde, würde ich die schaffen. Weil ich ja jetzt weiß, wie das so funktioniert, worauf es ankommt. Und ja, ich würde sagen, wir machen dann ganz normal weiter. Schauen wir mal, hier habe ich noch... Hier, irgendwas habe ich hier. Was ist das? Aha, hier. Da habe ich was freigeschaltet. Wenn du Dämonen mit Glory Kills ausschaltest, hinterlassen sie Rüstung. Ah, das ist, ja, stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Wir haben ja durch die Runenprüfung, haben wir hier eine neue, ja, Rune freigeschaltet. Ist ja klar, Runenprüfung, Runen, ja, was denn sonst? Und ich dachte schon, das wäre alles nur so zum Spaß. Nein, ich habe es schon fast wieder vergessen. Also, wenn du Dämonen mit Glory Kills ausschaltest, hinterlassen sie Rüstung. Ist halt die Frage. Wollen wir das haben? Wollen wir es nicht haben? Ich sehe gerade, dass wir das hier schon verbessert haben. Besser geht nicht. Also ich würde sagen, lassen wir das und ersetzen das mal durch eine andere Prüfung. Was haben wir hier zum Beispiel? Verlängert die Benommenheit von Dämonen. Führe, führe 25 Tod von oben Glory Kills aus. Ja, was haben wir noch? Sammle 500 Munitions-Watt-Gegenstände, okay. Und töte 30 Dämonen, während du in der Luft bist. Haha. Auch nicht schlecht. Ja, können wir versuchen. Hört sich lustig an. Hä? Kann ich das nicht nehmen? Was denn? Wieso kann ich das nicht auswählen? Was soll denn das? Ach so. Ah, warte mal. Ich glaube, das war schon in Benutzung. Ja, das ist schon in Benutzung. Ich bin voll doof. Ah. Also, schalte 75 Dämonen per Glory Kill aus. Können wir machen. Tod von oben. Was können wir noch machen? Munitionsgegenstände sammeln könnten wir auch. Ja, machen wir mal hier diese 75 Dämonen Glory Kills. Oder sammle 250 Rüstungsobjekte. Vielleicht ist das auch cool. Machen wir das einfach mal. Nehmen wir doch lieber das. Wer weiß, wie viele Dämonen überhaupt noch kommen und wie lange das Spiel noch geht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, an dieser Stelle natürlich wieder Webcam aus, damit wir hier alles richtig sehen können. Ja, also hier oben ist noch etwas. Etwas Schönes. Aber wann können wir das sammeln? Das ist die große Frage. Gehen wir einfach mal weiter. Also, hier haben wir nichts mehr. Hier waren wir schon. Gut. Haben wir hier unten irgendwas? Ne. Frag mich, ob wir da laufen können, dort. Diese Schiene. Wahrscheinlich eher nicht. Nur als Deko gedacht. Okay. Oh, das fängt hier schon wieder gut an. Ja. Oh, das war knapp. Okay, ich muss immer ab und zu, also nicht böse sein, wenn ich hier voll auf die Karte aufmachen muss. Ich muss mich echt voll orientieren, dass ich hier nicht falsch laufe. Ich möchte nämlich alles sammeln, was nur geht. Natürlich aufpassen, weil hier ist es wieder sehr eng. Hier kann ich wieder runterfliegen. In den Tod. Okay. Dämonen, was das Zeug hält. Ich würde sagen, Scheiße, wo schieße ich hin? Oh. Yeah. Dann machen wir das hier noch. Ah. Ah. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Au.
Okay. Au. Oh. Voll daneben. Okay, hier brauchen wir was Härteres. Ha! Ins Maul! Ah! Das kann doch nicht wahr sein hier. Wow. Boah, ich bin ja fast tot. Wahnsinn. Was ist das denn hier? Ja. Sehr gut. Warum nicht gleich so? Bam! Boah, wir haben es geschafft. Tatsächlich. Was haben wir hier? Den dekodierten Eintrag 2 von 2. Kakodemon. Hört sich so wie Digimon an. So, die Monster haben sich auch so angehört. Agumon! Kakodemon! Wenn der Kakodemon die Anwesenheit der Lebenden spürt, verfolgt er sie gnadenlos, bis er nah genug heran ist, um mit seinen mächtigen Beißwerkzeugen nach ihnen zu schnappen. Ja, wenn ich rechts das Bild natürlich sehe, dann macht's natürlich Sinn. Bei der Jagd hilft dem Kakodemon seine psychoaktive, betäubende Gallenflüssigkeit, die er über beachtliche Distanzen spucken kann. Oh. Weitspucker sozusagen. Trifft die Galle, wird die Wahrnehmung des Opfers verzerrt und seine Beweglichkeit eingeschränkt. Der Effekt hält zwar nur kurz an, oft genügt dieser kurze Zeitraum der schwerfälligen Bestie aber, um an ihr Opfer heranzukommen. Ja, durchaus. So, die Hast ist weg. Wir sind wieder ein bisschen normal drauf jetzt. Ja, was haben wir hier noch? Unter uns gibt es noch etwas. Und ein Geheimnis gibt es hier sofort noch. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Rüstung. Sehr, sehr nice. Was haben wir hier noch? Vielleicht hier an den Ecken irgendwie was? Nö. Also, durchaus unter uns. Irgendwie ist da noch was vorhanden. Ja. Versuchen wir es mal. Aufprallschutz, okay. Aha. Wir haben hier sozusagen den Geheimgang gefunden, schlechthin. Puh. Nein! Boah, ich dachte schon, ich bin schon wieder tot hier. Ja. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass wir, glaube ich, auf... Ja, da müssen wir hoch, glaube ich. Ja, ja, irgendwie so. Ja. Jawohl. Habe ich mir doch schon fast gedacht. So, hier soll noch was sein. Yeah. Geil. Ha! Das haben wir schon lange nicht mehr gefunden. Jetzt können wir uns wieder verbessern. Eine Argenzelle haben wir. Können natürlich jetzt die Gesundheit voll machen. Wir können auch ein bisschen sagen Rüstung. Aber wenn wir schon dabei sind, komm, machen wir die Gesundheit voll. So. Zu viel Argent, ja. Das sagt die Trophäe. Gut, ja, das haben wir geschafft. Hier unten gibt es eventuell noch Wege. Was sagt die Karte noch? Die Karte sagt noch, hier gibt es etwas. Wahrscheinlich da drin, in diesem Haus. Okay. Dann würde ich doch glatt sagen, versuchen wir doch hier reinzugehen und von innen hier aufzuräumen. Die Tür hat auch schon ihre Tage.
Boah, hier wurde alles sehr zerfleischt. Also hier wurde ordentlich gemordet. Bin sehr, sehr gespannt, was hier gleich passieren wird. Der steht doch gleich auf, oder? Ah, wir haben Heilung bekommen. Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ah, dann wird es wahrscheinlich dieses Biest haben. Ja! Komm zu Papa. Oh oh, ich höre was. Du kannst kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Da haben die sich schon über die Macht gestritten. Ja. Also hier scheint es nichts mehr zu geben. Leider. Ich hätte gern hier noch ein bisschen was mitgenommen. Ah, hier, ein Geheimnis. Ja. Ich wusste doch, hier ist was. Wo bist du? Da. Sehr gut. Höllenbaron-Modell Patriotentyp freigeschaltet. Sehr, sehr nice. Ja! Gibt es hier sonst noch etwas? Nö. Natürlich nicht. Hier gibt es nur häppchenweise. Nicht alles auf einmal. Gut, jetzt müssen wir irgendwie dort auf die andere Seite hinkommen. Ich glaube, da sind wir schon längst vorbei. Genau, diese Felddrohne. Ja, genau, die müssen wir auch noch... Ah, das hätte ich ja schon fast vergessen. Boah, ich hoffe, wir kommen da noch hin. Ich möchte das voll nicht missen, ey. Ah, das... Komm, wir gehen nochmal kurz zurück. Also, ich habe das Gefühl sonst, dass wir das verpassen. Und unter uns ist ja auch noch ein, ich glaube, eine Petronenmarke. Das will ich auch noch natürlich gerne mitnehmen. So ist das nicht. Also, diese Map verspricht durchaus einige nette Features hier. Wir müssen die natürlich erst finden. So, was passiert, wenn ich hier runterspringe? Eigentlich nicht viel. Vielleicht eher so in diese Richtung. Wir müssen nochmal leider runter, liebe Freunde. Tut mir leid. Ich möchte gerne noch etwas sammeln. Hoffentlich bedeutet das nicht mein Tod hier. Okay, also hier ist alles in Ordnung. So, also hier. Irgendwo da. Muss etwas sein. Ich habe Angst, dass wir da nicht hochkommen. Und dann ist es mein Tod hier. Genau, da müssen wir hoch. Auf diese Platte. Weiß nicht, können wir hier rein? Okay, da ist die Felddrohne, genau. Da wollte ich nämlich noch hin. Genau. Hier war doch was. Ah, hier komme ich nicht hoch. Es muss aber irgendwie funktionieren. Weil diese Gegend hier, die ist für sich, sage ich mal. Und die werden wir später wahrscheinlich nicht mehr besuchen können. Deshalb müssen wir das jetzt irgendwie herausfinden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, die Tür können wir jetzt freischalten. Zugang gestattet. Jawohl. Gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. Haha. Geiler Scheiß. Okay, hier sind ganz, ganz, ganz viele Typen. Dämonen, wie auch immer. Hallo. Okay, wir brauchen eine andere Waffe. UAC-Zug bereit zur Abfahrt. Sehr gut. Ja, also wir haben noch durchaus eine versteckte... Bitte setzen Sie sich. Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Ja. Fahrziel ist der UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Kein Stress. Also hier gibt es noch etwas zu erkunden. Oh, da oben. Wie soll ich denn da hochkommen?
Es gibt bestimmt einen unterirdischen Tunnelgang. Muss ich nur finden. Wo ist hier ein unterirdischer Tunnelgang? Gibt es überhaupt einen unterirdischen Tunnelgang? Das gibt's bestimmt. Ich sehe es nur wieder nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit dem Ding fahre, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Och nö! Wir haben das Spiel damit durchgespielt. Hä? Bedeutet das, dass der andere Weg der Zusatzweg war? Ich dachte jetzt, das wäre... Hä? Ich komme voll durcheinander. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, Zusatzhäppchen ist sozusagen. Also das stört mich jetzt, dass ich hier weg bin. Ich hätte gerne noch die Drohne gesammelt, verdammt. Ja, das Problem ist, dass das Spiel automatisch speichert. Ich glaube nicht, dass ich zu einem vorherigen Spielstand wieder zurückkehren kann. Das ist der Nachteil an der PlayStation 4, was Speicherstände angeht. Also, wenn es zumindest um automatisches Speichern geht. Also, da habe ich natürlich ein Problem. Also, Komplex für fortgeschrittene Forschung. Du weißt jetzt, wo sich Olivias Privatbüros im Lazarus-Komplex befinden. Dort begann die Invasion. Du musst allerdings erst durch den Komplex für fortgeschrittene Forschung, um in den Lazarus-Komplex zu gelangen. Nutze die Werkzeuge, die du unterwegs findest. Eine bessere Zukunft. Wir nähern uns dem UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Können wir wieder zurückfahren? Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen. Mein Büro ist im zweiten Stock. Ehrlich gesagt will ich ihn gar nicht kennenlernen. Komm, wir können doch zurückfahren, oder? Komm, das muss gehen. Komm. Komm schon. Komm schon. Nein! Also hier, ne? Ja, das Problem ist, letzter Speicherpunkt, ja, wo lädt er dann die Mission? Also, ich glaube dann wieder an den Punkt, wo ich hier gerade angekommen bin. Ah, ist das ärgerlich, wirklich. Ich hätte gerne noch die vorherige Map durchgeforstet. Ah, das ärgert mich jetzt wirklich sehr. Ich mach das so. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch. Und ich versuche mal dieses Speicherstand laden zu drücken. Wenn es klappt, komme ich nochmal hierhin zurück. Wenn es nicht klappt, merkt ihr es dann an der Länge dieser Folge. Oder wenn ich mich jetzt verabschiede und dann kommt nichts mehr. Machen wir es so. Weil es wäre sonst wirklich schade, dass ich den Rest dann nicht mitbekommen hätte. Versuchen wir es. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.